Liebe Yoga-Freunde, in diesem Video Yoga-Morgenroutine brauchst du an Hilfsmitteln eine Yogamatte und zwei Yoga-Klötze. Wir wünschen dir viel Freude bei diesem Video. Sitze in Sukhasana. Spüre deine Gesäßknochen. Lass diese schwere Ausatmung noch schwerer werden. Entlass die Beine aus dem Becken, die Hände leicht eingestützt, leichter Brustkorb, leichter Hinterkopf, Augen auf Augenhöhe, Kiefergelenk gelöst und dann langsam Ausatmung, schließ deine Augen. Wie gesagt, Gesäßknochen schwer, lass Beine los, Brust leicht, Hinterkopf leicht, Augen ruhig, Kiefergelenk gelöst, ganz normale Ein-, ganz normale Ausatmung. Und dann öffne ganz langsam deine Augen. Strecke deine Arme nach vorne. Finger gespreizt, Daumen gespreizt, Brust leicht. Und atme ein, streck die Arme hoch. Die Sitzbeine stehen auf deiner Unterlage und trennt die Mittelfinger von deinen Sitzknochen, Beine lass los, Augen ruhig, Lippen weich, Kiefermuskeln gelöst. Und dann dreh die Handflächen nach vorne und mach richtig lange Handflächen. Gesäßknochen schwer, Brust leicht, Hinterkopf leicht, Gesäßknochen schwer, Arme maximal gestreckt. Normal ein, normale Ausatmung und dann atme aus, bring die Arme über die Seiten nach unten. Dann bring die Hände nach vorne, verschränk die Finger, dreh die Handflächen nach vorne, atme ein, streck die Arme hoch, Urdhva Badangulyasana, Gesäßknochen schwer, hebe Brustkorb, die Zeigefinger und Gelenke bring höher und höher und die kleinen Finger drehe abwärts Richtung Hinterkopf, sodass die Innenschultern sich senken. Bring die Arme wieder nach unten. Dann verschränk die Finger andersrum. Drehe die Handflächen nach vorne. Gesäßknochen schwer. Brust leicht. Atme ein. Heb die Arme wieder hoch. Und erneut. Gesäßknochen schwer. Brust leicht. Arme maximal gestreckt. Dreh die kleinen Finger Richtung Hinterkopf und die Zeigefinger Grundgelenke hebe höher und höher. Normale ein, normale ausatmen. Bring die Arme wieder über die Seiten nach unten. Dreh die Handflächen um. Und dann wechsel nun deine Beinüberkreuzung. Gesäßknochen schwer. Richte dich ein, zieh vielleicht auch die Pobacken auseinander, trenne Fleisch, Muskeln von den Knochen, Hände auf Knie, schau geradeaus, Brust leicht, Hinterkopf leicht, normale ein, normale Ausatmung. Bring die Hände in Namaskarasana, die Handflächen berühren sich, die Finger und Daumen gespreizt, Daumen ruht auf unterem Brustbein.
Atme ein, streck die Arme kraftvoll nach oben. Erneut. Gesäßknochen sinken, Außenleisten lass los. Streck die Arme maximal Richtung Decke. Schieß die Mittelfinger im wahrsten Sinne des Wortes nach oben. Sitzbeine tief, Innenbeine passiv, Brust leicht, Hinterkopf leicht. Arme maximal gestreckt, Mittelfinger strecke mehr und mehr in Richtung Decke. Normale Ein- und Ausatmung. Ausatmung, bring die Arme wieder nach unten, dreh die Handflächen um. Sukhasana. Streck die Arme wieder hoch, Einatmung nach oben und dreh zur rechten Seite. Bring die linke Hand zum rechten Außenknie, die linke Hand in Tassenform hinter deinen Rücken. Hebe hoch und drehe sanft zur rechten Seite. Streck die Arme seitlich durch, komm zur Mitte, atme aus, wechsel die Seite. Ja, drehe sanft zur linken Seite, Augen ruhig, Kiefergelenk gelöst, Sitzbeine schwer, normale Ein-, normale Ausatmung. Streck die Arme wieder seitlich durch und drehe direkt zur anderen Seite. Dreh gar nicht so sehr den Kopf mit. Sanfte Drehhaltung aus der Sukhasana. Streck die Arme wieder hoch und wechsel direkt wieder die Seite. Einatmung heben, Sitzbein schwer, Ausatmung etwas drehen. Streck die Arme wieder hoch und wieder zur anderen Seite. Wieder hoch die Arme und jetzt so in deinen Atemrhythmus drehen. Einatmung, komm wieder zurück und dann zur anderen Seite. Einfach jetzt wie ein paar Durchgänge hin und her. Einatmung, Arme hoch, atme aus, dreh zur Seite. Arme wieder hoch, dreh und dann nochmal die andere Seite. Sitzbeine schwer, in deinem Rhythmus, dreh zur rechten oder zur linken Seite, je nachdem. Sitzbeine schwer. Augen ruhig, Lippen weich, normale Ein-, normale Ausatmung. Ja, jetzt nochmal ein Durchgang und dann löse auf. Bring die Hände nach unten. Brust leicht, schau nach vorne, bring die Hände neben die Hüfte und dann strecke ein Bein nach den anderen nach vorne. Dann erhebe dich und wir üben jetzt die eine und andere Stehhaltung. Steh in der Bergstellung. Die Füße geschlossen, Fersen abwärts, Schienbeine rück, streck die Arme, spreiz die Finger, hebe Brustkorb, Hinterkopf, schau geradeaus, normale Ein- und Ausatmung. Bring die Hände vor die Brust, geh oder spring einen großen Meter auseinander, die Außenfüße gerade und dann dreh deinen linken Fuß ein, rechtes Bein dreh 90 Grad auswärts. Bring die linke Hand zur Hüfte, rechten Arm hoch und zieh dich weit über das rechte Bein hinweg. Bring die Hand zum Schienbein, dreh die obere Schulter zurück, Brustkorb zum Kinn, Hinterkopf lang und streck den anderen Arm nach oben. Wenn du keine Nacken- und Schulterprobleme hast, schau mit unteren Auge zum gehobenen Daumen, das Dreieck. Ja, der hintere Außenfuß fest am Boden, rechte Innenfuß fest am Boden, hebe rechten Oberschenkel, dann schau wieder nach vorne, press die Füße in den Boden, atme ein, komm nach oben, dreh rechten Fuß nach vorne. Bring die Hände vor die Brust, geh oder spring zurück. Ja, wenn du Knieprobleme hast, Rückenprobleme hast, nicht wie Regina springen, sondern einfach auseinandergehen. Einatmung, geh oder spring, Außenseiten der Füße gerade, rechten Fuß ein, linkes Bein dreh 90 Grad auswärts, rechte Hand zur Hüfte, rechten Arm hoch und dann geh weit über
die Seite hinweg. Linke Hand zum Schienbein, rechten Arm nach oben. Wenn du keine Nackenprobleme hast, ja, schau mit unteren Auge zum gehobenen Daumen. Der rechte Außenfuß fest am Boden, linker Innenfuß fest am Boden. Hebe Oberschenkel, Steißbein weg vom Kopf, Hinterkopf lang. Augen ruhig, Lippen weich. Schau wieder nach vorne, press die Füße in den Boden. Einatmung. Komm nach oben, linken Fuß dreh ein, geh oder spring. Zurück, Tadasana, die Bergstellung. Füße geerdet, Krone des Kopfes strebt nach oben. Atme ein, beug die Knie, geh oder spring einen großen Abstand auseinander. Etwas größer als im Dreieck, dann drehe linken Fuß ein, rechtes Bein dreh 90 Grad auswärts. Beug das rechte Knie, bringst einen rechten Winkel hinten der linke Außenfuß satt am Boden und dann schau über die rechte Hand hinweg, ohne den linken Mittelfinger zu verlieren. Also streck ihn, linken Außenfuß fest am Boden, auch die vordere Ferse, drück in die Matte, schau wieder nach vorne, heb den rechten Oberschenkel, dreh rechten Fuß einwärts, geh oder spring zurück in die Bergstellung. Die Füße geerdet, Kiefergelenk gelöst, Augen ruhig, normale Ein- und Ausatmung. Und dann wieder geh oder spring wieder erneut einen großen Abstand auseinander. Rechten Fuß einwärts, linkes Bein dreht 90 Grad auswärts. Atme aus, beugt das linke Knie, rechter Außenfuß fest am Boden, streckt die Arme, hebe Nacken, hebe Hinterkopf. Normale Ein- und dann Ausatmung. Schau über die linke Hand hinweg und streck den rechten Arm, den rechten Mittelfinger, rechter Außenfuß fest am Boden. Atmet durch die Nase. Arme gestreckt, der hintere Außenfuß am Boden. Schau wieder nach vorne. Heb den linken Oberschenkel, dreh linken Fuß nach vorne. Geh oder spring wieder zurück in die Bergstellung. Für die nächste Haltung, für Parshvakonasana, brauchst du zwei Klötze. Regina stellt sie recht flach hin. Wenn du nicht die Beweglichkeit hast, dann stell die Klötze ruhig höher hin. Fersen fest am Boden, Brust leicht, Hinterkopf leicht, schau geradeaus. Tadasana, die Bergstellung. Die Hände vor die Brust und dann ab und aus, spring wieder einen großen Abstand auseinander, wie im zweiten Krieger. Linken Fuß ein, rechtes Bein dreht 90 Grad auswärts, hebe Brustkorb und dann atme aus, beugt das rechte Knie. Zweiter Krieger, wie in der Stellung zuvor, bring die linke Hand zur Hüfte, streck den rechten Arm hoch, dann zieh dich weit über das rechte Bein hinweg, bring die rechte Hand auf Klotz, der Klotz neben Außenfuß, dreh die obere Schulter zurück, streck den linken Arm kräftig nach oben, atme aus, zieh den Arm übers Ohr. Die gehobene Handfläche weich zum Boden. Wenn du keine Nacken-Schulterprobleme hast, schau an der Achselhöhle vorbei. Richtung Decke. Der hintere Außenfuß satt, fett am Boden. Die vordere Ferse fest auf deiner Matte. Brustkorb zum Kinn. Augen ruhig, Lippen weich. Streck den gehobenen Arm. Und dann komm wieder zurück in den zweiten Krieger. Halt das Knie gebeugt. Schau über die rechte Hand hinweg. Und dann komm wieder zurück. Dreh den rechten Fuß nach vorne. Geh oder spring zurück in die Bergstellung. Tadasana. Die Füße fest am Boden, Hinterkopf leicht. Bring die Hände vor die Brust und dann geh oder spring wieder einen großen Abstand auseinander. Die Arme auf Schulterhöhe, dreh rechten Fuß ein, linkes Bein dreh 90 Grad auswärts. Zweiter Krieger. Rechter Außenfuß fest am Boden, bring die rechte Hand zur Hüfte, linken Arm hoch. Und dann zieh dich weit über das Bein hinweg, platziere den Klotz neben Außenfuß, obere Schulter zurück, Brust zum Kinn, Arm nach oben und dann zieh den Arm kräftig über das Ohr hinweg. Der rechte Außenfuß fest am Boden, die linke Ferse fest auf deiner Matte, Brust zum Kinn, Hinterhaupt lang, atmet normal ein und aus durch die Nase. Hintere Außenfuß am Boden, ganz wichtig. Augen ruhig, Lippen weich. Dann komm zurück in den zweiten Krieger. Schau über die linke Hand hinweg. Oh, dann heb den linken Oberschenkel an. Linken Fuß nach vorne. Beug die Knie. Geh oder spring
zurück in die Bergstellung. Tadasana. Jetzt etwas gleich zum Sammeln. Kommst du in die Kindstellung. Ja? Platziere dich eher am hinteren Rand deiner Matte. Großzehen zusammen, Großzehenball nach vorne. Knie etwas geöffnet. Klapp dich nach vorne. Streck die Arme nach vorne. Gesäß, lass nach unten und nach hinten los. Und dann komm in den Vierfüßlerstand, stell die Zehen auf und mit gebeugten Knie komm in Adho Mukha Svanasana. Die Ohren zwischen den Oberarmen, schieb die Matte nach vorne. Ja. Leisten, Sitzbeine gut nach oben, dann mach die Beine gerade, ohne das Becken nach vorne kommen zu lassen. Fersen erstmal nach oben und dann komm langsam nach unten. Fährst noch ein abwärts, Schienbeine rückwärts, Oberschenkel rückwärts. Die Hände fest am Boden, insbesondere Zeigefinger, Grundgelenk fest auf deiner Matte. Bring die Beine kraftvoll zurück. Die Hände fest am Boden, wie gesagt, insbesondere Zeigefinger, Grundgelenke. Streck und spreiz die Finger. Atme aus, entlass dich in die Kindstellung. Knie etwas geöffnet, Großzehen, Ballen zusammen, Handflächen weisen in Richtung Decke. Die Augen ruhig, die Lippen weich, normale Ein-, normale Ausatmung. Streck die Arme wieder nach vorne, Schulter breit, kurz überprüfen, Vierfüßlerstand, stell die Zehen auf und jetzt mit geraden Beinen, ja, oder zunächst die Knie gebeugt, dann heb die Beine, Sitzbeine, Leisten hoch, Hände fest am Boden, insbesondere die Zeigefinger, Grundgelenke, Fersknochen abwärts, ohne an den Gesäßknochen herumzureißen. Heb diese an. Wie immer im Hund, Beine rückwärts, Oberschenkel rückwärts, Hände fest am Boden, Zeigefinger, Grundgelenke fest am Boden, ja, um die Schultern zu schützen. Kiefer, Gelenk gelöst, Augen ruhig, Lippen weich, Atme aus. Entlass dich wieder in die Kindstellung. Gesäß lass nach unten und nach hinten los. Zahn reingelöst, Lippen weich. Normale Ein-, normale Ausatmung. Atme ein, streck die Arme nach vorne, Hände fest am Boden. Komm wieder in den Vierfüßlerstand, Knie, Füße, Hüftbeit geöffnet. Knie kurz beugen, Fersen sind oben, mach die Beine gerade. Jetzt werden wir ein bisschen mischen. Ja, Adho Mukha und Urdhva Mukha Svanasana. Die Augen ruhig, die Lippen weich. Schau nach vorne. Und dann komm Einatmung in Urdhva Mukha Svanasana. Heb die Innenknie. Zeigefinger, Grundgelenke fest am Boden. Atme aus. Komm wieder zurück in Adho Mukha Svanasana. Hundestellung, Kopf nach unten. Schau nach vorne. Einatmung. Urdhva Mukha Svanasana, Zeigefinger, Grundgelenke unten, Ausatmung, Adho Mukha Svanasana, Einatmung, Urdhva Mukha Svanasana, Ausatmung, Adho Mukha Svanasana, erneut, Urdhva Mukha Svanasana, Ausatmung, Adho Mukha Svanasana, Urdhva Mukha Svanasana, Innenknie hoch, Hände satt am Boden, nochmal Ausatmung, Adho Mukha Svanasana, atme aus, entlass dich jetzt in die Kindstellung. Hände bringen nach hinten, Handflächen weisen in Richtung Decke. Dann bring die Hände unter deine Schultern. Du brauchst als nächstes wieder zwei Klötze. Leg dich flach auf deine Matte. Schau, dass die Klötze neben deinem Becken sich befinden, sodass du mit den Händen diese erreichen kannst. Dann heb das Becken und bring einen Klotz nach den anderen unter das Kreuzbein. Ja, achte darauf, dass die Klötze wirklich exakt unter deinem Kreuzbein sich befinden. Dann greif die Matte, zieh die Matte kraftvoll nach vorne, stell die Ellbogen auf kurz, streck die Arme, sacke nicht im Brustkorb zusammen, Steißbein zieh weg vom Kopf, Ellbogen fest am Boden, Schulterblätter saug in den Rücken, Kehle weich, Kiefermuskeln gelöst. Dann greif wieder die Matte, zieh die Matte nach vorne, zieh die Matte auseinander, Außenschultern wirklich fest am Boden.
Bring die Oberarmknochen kräftig nach unten. Und wenn du keine Rückenprobleme hast, strecke ein Bein nach dem anderen nach vorne. Drück die Großzehengelenke, die Zehenballen nach vorne. Außenfüße bring die entgegen. Oberschenkel drehe ein. Dreh die Arme aus. Handflächen weisen in Richtung Decke. Und wie gesagt, wenn du Rückenprobleme hast, dann halt die Füße aufgestellt. Dann bring deine Beine nicht nach vorne. Sind zwei Klötze für dich so hoch, dann nimm einen Klotz weg. Alles kein Problem. Steißbein zieh weg vom Kopf. Atme aus. Lass die Unterarme zum Boden los. Die Außenschultern zur Erde. Kehle lass aufweichen. Die Augen ruhig und weich. Zunge locker im unteren Mundraum. Normale Ein-, normale Ausatmung durch die Nase. Bring deinen Blick zur unteren Mitte des Brustkorbs und erlaube deine Atmung in den vorhandenen Raum des Brustkorbs hineinzufließen, hineinzuströmen. Normale Ein-, normale Ausatmung. Stirnhaut lass los vom Haaransatz abwärts Richtung Augenbrauen. Kiefer, Kiefergelenk gelöst, leichter, offener Brustkorb. Atme aus, lass die Unterarme noch schwerer werden. Steißbein zieh weg vom Kopf. Atme durch die Nase. Spür, fühl, wie die Luft in die Nase ein- und ausströmt. Lippen weich, Kehle weich. Normale Ein-, normale Ausatmung. Weiche, stetige Ein- und Ausatmung. Überprüf nochmal Schläfenbereich. Und dann greif die Matte, zieh die Matte nach vorne. Wenn du die Beine nach vorne gestreckt hast, bring einen Fuß nach dem anderen dir entgegen. Heb das Becken, schieb die Klötze zu den Seiten raus, halt das Gesäß oben. Ja, wenn du die Klötze entfernt hast, greif nochmal zur Matte und achte jetzt darauf, Schultern weg von den Ohren, Schulterblätter weg von den Ohren, steiß sie weg vom Kopf, lege Wirbel für Wirbel ab, zum Schluss das Gesäß. Bring die Füße etwas mehr nach vorne, etwas breiter als das Becken geöffnet, dann mach die Beine x-ig, also leg die Innenknie gegeneinander und die Hände lege auf Nabelbereich, Bauchbereich. Ja, lass dann Ausatmung mit Hilfe der Schwerkraft und eine Ausatmung den Bauchraum los, hin zur Wirbelsäule. Kehle weich, Kiefer gelöst, Augen ruhig. Atme aus, lasse Bauchraum noch mehr los. Lippen weich, ganz weiche Gesichtszüge. Dann bringe dir die Füße entgegen, drehe über die rechte Seite, greife wieder zu deinen Klötzen, stell sie nebeneinander und wie am Anfang dieser Übungssequenz setz dich auf deinen Klötzen nieder, überkreuz deine Beine, bring die Sitzbeine voneinander fort, die Hände bring aufs Knie. Lass die Gesäßknochen schwerer und schwerer werden. Leichter Brustkorb, Hinterhaupt leicht, Augen auf Augenhöhe. Schließe sanft deine Augen. Wenn du magst und du hast noch Zeit, bleibe ruhig etwas länger sitzen. Sukhasana. Weiche, sanfte, stetige Ein- und Ausatmung. Weiche Gesichtszüge. Augen ruhig.
in die Hände in Namaskarasana. Atme aus, neige sanft deinen Kopf. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.